Hi Leute, ich bin's euer Cody. Heute gibt's endlich mal wieder ein Video von mir. Und zwar geht's heute um meine Haare, beziehungsweise wie ihr richtig geile Locken euch ganz schnell ohne viel Equipment machen könnt morgens. Aber darum soll es gleich gehen. Erstmal könnt ihr mich gerne auf TikTok abonnieren, weil da bin ich momentan viel aktiver als auf YouTube. Und gerne auf Instagram, ist hier unten verlinkt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Auf jeden Fall, meine Haare sind gerade mega broke. Und das soll sich jetzt ändern. Ich zeige euch jetzt easy Tricks, wie ihr morgens, wenn es schnell gehen muss, eure Haare so leicht lockig oder wild machen könnt. Also ich weiß, die Haare sind gerade nicht so gut, aber das erzähle ich euch gleich alles. Erstmal müsst ihr eure Haare waschen und das machen wir jetzt. So, die Haare sind nass und jetzt geht's los. Jetzt machen wir die Haare lockig bzw. so ein bisschen wild. Und es gibt zwei Varianten. Die eine ist mit Haarspray und einem normalen Föhn. Das kann so gut wie jeder von euch machen. Und die andere ist mit einem Sea Salt Spray bzw. Lockenspray und einem Diffuser. Das ist so ein spezieller Föhnaufsatz, um die Haare lockig zu bekommen. Aber als erstes zeige ich euch jetzt die Variante mit Föhn und Haarspray. Dafür gehen wir jetzt in den Salon rüber. Und ja, ich würde sagen, den Rest erzähle ich euch dann. So Leute, wie gesagt, ihr braucht einfach nur Haarspray. Ich habe das die Kamera jetzt da hingestellt. Dann könnt ihr das von hinten und von vorne sehen. Also wie gesagt, ihr braucht Haarspray und einen Föhn. Und ansonsten eigentlich nichts. Und ihr seht, meine Haare sind schon ein bisschen trocken. Ihr könnt das auch, wenn die Haare komplett nass sind, machen. Also ihr könnt direkt nach dem Duschen das machen, direkt vor der Schule, und das ist in einer Minute wirklich gemacht. Nehmt einfach das Haarspray und sprüht euch das vorne auf dem Bereich, weil hinten brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen nur vorne. Also ich sprühe ein bisschen vorne drauf. Einfach so. Ganz einfach. Und unten, weil die auch leicht nach oben gehen sollen. Und dann nochmal generell hier so rein. So, und das ist nur für den Hals. Aber jetzt kommt einfach der Föhn, wie ihr euch ganz normal föhnen würdet. Und das Wichtige, einfach nur nach oben föhnen. Der Rest kommt dann später, okay? Auch mal zwischenzeitlich so von oben kurz runtergehen, aber wie gesagt, hauptsächlich nach oben föhnen. So, das war's auch schon. Und jetzt kommt der allerwichtigste Part. So gehen die nach oben, aber wir wollen sie ja leicht gelockt haben. Deswegen macht ihr diese Handbewegung. Also so ungefähr. Wisst ihr? Und das macht ihr dann. Ihr geht rein, runter und hoch. Wisst ihr? So. Und seht, sofort entstehen hier wie so Locken. Könnt ihr da ein bisschen rumexperimentieren. Und dann hier vorne das noch ein bisschen angleichen, hier hinten. So. Das alles nach vorne. Ich finde, ich mache das immer viel zu lange. Theoretisch könntet ihr einfach nur so machen, das wird schon passen, aber ich spiele da immer ein bisschen dran rum. Und jetzt habt ihr einfach die Haare voluminös nach oben gestellt. Jetzt könnt ihr noch ein bisschen mit Haarspray fixieren. Und ihr seid ready for the day. Das war Variante 1. Ich hoffe, ihr habt alle Haarspray. Die könnt ihr alle nachmachen. Und jetzt kommt Variante 2. Da arbeiten wir mit Sea Salt Spray und mit einem Diffuser auf dem Föhn. Schaut mal, es ist jetzt schon der nächste Tag und ich würde mal sagen, die Haare sehen immer noch gut aus. Heißt, ihr könnt es auch abends machen, aber ich empfehle euch, das morgens zu machen, dann sind die noch besser und frischer. Kommen wir jetzt zu Variante 2. Dafür nehmen wir einfach Sea Salt Spray, beziehungsweise also Salz, das ist so ein Salzwasserspray für Locken. Da sprühen wir uns ein bisschen rein. So, also nur hier vorne. Dann nehmen wir uns den Föhn, das ist so ein Diffuser.
Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Einfach Kopf nach unten, reingehen, eindrehen, kurz halten und wieder raus. So, und das war's auch schon. Jetzt nur noch ein bisschen schön machen. Dann noch ein bisschen Haarspray drauf und dann sind wir hiermit auch schon fertig. So schnell geht das. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mal unten in die Kommentare, was ich noch für Videos bringen soll. Ob ich wieder MTB-Content hochladen soll, habe ich auch eigentlich vor. Schaut bei Instagram, TikTok vorbei und in diesem Sinne würde ich sagen, ciao, ciao, euer Cody.